Hi, ich bin Jochi, ich mache mit meiner Freundin Cassie das Jolk im Benno-Haus. Ich bin Cassie, ich mache hier das Café, ich bin die Pächterin und gleichzeitig auch die Köchin und Bäckerin. Wir haben 2021 im August geöffnet und im Café kriegt ihr auf jeden Fall leckeren Kaffee und Kuchen. Wir bieten warme Speisen an, jeden Tag wechselnde Tagesgerichte oder Wochengerichte, häufig regional, saisonal gekocht. Ich selber bin Amerikanerin und habe so ein Faible für die amerikanische Küche. Deswegen gibt es eben auch Süßspeisen, die dem inspiriert sind. Cupcakes, Cheesecake und natürlich unser gutes amerikanisches Frühstück am Sonntag. Wir haben eine ziemlich schöne Location hier in Münster, sehr ausgefallen. Wir sind nicht der normale, übliche Kneipenbetrieb, die irgendwo am Ring oder so. Wir sind da irgendwo ab vom Schuss, aber haben eben auch eine schöne Lage am Kanal. Ich glaube, das Besondere ist, dass wir hier eben im Bürgerhaus sind und eine ganz interessante Dynamik entsteht eigentlich durch diese Mischung aus Programmangeboten, das hier im Haus stattfindet, gleichzeitig Leute hier, die im Viertel wohnen und ja, vielleicht lange nicht mehr hier waren, aber jetzt wiederkommen, das wiederentdecken. Wir haben ziemlich viel Platz. Wir haben oben auf der Empore ganz viele Spiele. Wir haben eine riesengroße Terrasse, wo man einfach draußen sitzen kann. Wir haben die Möglichkeit, hier auszustellen. Wir haben ziemlich viel Wandfläche, fast 30 Meter. Dienstags läuft bei uns Modus Muffi. Die Funk-Rap-Jazz-Veranstaltung wird organisiert von dem Label Blume Blau. Das ist hier eine Veranstaltung, wo live aufgelegt wird, also immer auf den Platten und in der Sketch Corner wird dann gemalt, gezeichnet. Ich würde auch sagen, dass wir als Pächter, also Jochi und ich, durchaus unseren eigenen Charme mitbringen. Es war unser Anliegen, dass man sich hier auch bei uns also man fühlt sich bei uns als Gast. Wir sind sichtbar als Pächter.